Nochmal zurück hier. Ja, Tatsache, ich habe auch nochmal eine Ruine gefunden. Und Ruine, ja, genau. Die spawnen im Dschungel. Sehen so aus. Würde ich vorschlagen, gehen wir auch einfach mal rein. So. So. Schlagen wir mal kaputt. Hier sehen wir schon, sieht ziemlich verlassen aus. Finde ich ganz geil. Da kann man hier runtergehen. Gehen wir mal runter. Hier ist Dirt. Ausblick nach draußen. Okay, hier ist nichts. Auch nichts. Schalter. Und ein Gang. Wieso wurden wir gerade... Nein. Das hier ist dieses neue eingefügte Stolperdraht. Ihr seht es nicht so gut. Hier sind zwei Schalter und die sind verbunden mit so einer Art Stolperdraht. Sehr undurchsichtig. Wenn ich ihn finde, kann ich ihn mal kurz demonstrieren. Aber ich glaube, ich finde ihn. Das ist der Schalter auf jeden Fall. Aber wir brauchen ja auch Stolperdraht. Stolperdraht. Ist auch egal. Okay, spannen wir hier mal. Da. Oh. Okay, dann da und da. Ne, das ist zu nah. Genau, machen wir hier und da. Da kann man. Ach, nee, was soll denn die Scheiße? Kann man dazwischen Stolperdraht spannen und wenn man dann darüber läuft, wird Redstone ausgelöst. Jetzt können wir hier mal so ein bisschen hoch und runter schalten. Denn das ist so eine Falle hier. Sieht man nicht so gut. Wird man mit Pfeilen beschossen. Und ich glaube, dann ist man noch ziemlich bald tot. Wenn man das übersteht, kann man hier die geheime Kiste. Naja, war jetzt nicht so überragende Sachen drin. Und dahinter ist auch nochmal ein Dispenser, sprich, da würde man auch nochmal befeuert werden, wenn man da drüber gehen würde. Wie viele Pfeile sind da standardmäßig drin? 5 und 2 und da. Okay. Aber zurück zu den Schaltern, die hier noch waren. Würde ich gerne ausprobieren, was die können. Okay, ah, noch eine Kiste. Drei Diamanten. Das ist schon mal nicht schlecht. Vier Knochen und sechs verrottetes Fleisch. Der Pisten hätte das hochgeschoben. Dann hier drunter ein Eingang. Okay, da hätte ich jetzt sozusagen so ein kleiner Geheimgang geöffnet. Okay. Ja, ich würde sagen, das war schon wieder soweit von mir. Kennt ihr ja alles hier in meinem anderen Video, mit wo ich den allgemeinen 12W, 21W vorgestellt habe. Und das war jetzt halt 12W, 22A. Das mit den Ruinen. Damit war es das von mir schon wieder. Und bis später.